wusste gar nicht, dass die Clockwerk so schnell neu bauen können. Beruhig dich, Bentley. Er ist zwar wieder ganz, aber er wirkt noch nicht wirklich lebendig. Weiter im Plan. Wie wär's mit ein paar Aufklärungsfotos? Du hast recht. Wir brauchen Informationen für unser weiteres Vorgehen. Mach ein Foto von Clockwerks Kopf, von einem mechanischen Ei und von diesen rotierenden Magnetfelderzeugern. Die scheinen wichtig für den Prozess zu sein. Und pass auf die Wachen auf. Wenn du bemerkt wirst, können wir keinen zweiten Versuch starten. Willkommen im nächsten Video von Slide 2. Wir sollen jetzt ein paar Aufklärungsfotos machen. Immer noch witzig. Ja, und wir sind wieder sehr optimistisch, Bentley und Sly, ja. Clockwerk ist halt noch nicht ganz aufgebaut, um hier die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja, und deshalb haben wir noch genügend Zeit, um ein paar Fotos zu schießen. Übrigens wird es jetzt immer gefährlicher, Fotos zu schießen. Während wir in den anderen Regionen hinter irgendwelchen Gitter waren, wo wir noch sicher waren, müssen wir hier jetzt schon ein bisschen mehr uns hüten, dass wir nicht gesichtet werden. Wäre nämlich nicht so gut. Aber der hat hier was Wertvolles und darum kann man es mal riskieren. Okay, er hatte doch nichts Wertvolles. Mann, jetzt habe ich auch schon was mit den Augen, je länger ich das Spiel spiele. Naja, was soll's. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Da hoch irgendwie. Ja. Und dann nutzen wir wieder unser Pupskissen hier und hüpfen einfach mal hinauf. Weiß der Geier, was ich oben will? Wir sollen einfach nur Fotos machen. So. Achso, dann müssen wir von vorne fotografieren. Gucken wir einfach mal, was wir da haben. Eine wunderbare fliegende Sonde, die hier irgendwann wieder kommt. Aber bitte nicht hier wieder so... Ah, Mann. Muss ich wieder... Hier so... Wa? Rechtzeitig und so. Und dies und jenes. Hui. Ey. Das könnte ins Auge gehen. Ja? Also bitte. Also bitte. Danke. Ah, ich muss erst mal sehen, wo ich hier hochkomme. Ich gehe einfach nochmal. Nee, ist nicht so. Ah, und hat hier, ne? Junge. Ich hüpfe einfach hier drauf. So. Ist das... Oh, der Flügel, ja. Gut gesichert, hält. So. Ah, okay. Scheinen die Clockwerkteile zusammenzuhalten. Ah ja? Warum zerstören wir sie denn nicht gleich? Hey, wo befinden sich die Eier? Also ich weiß, wo andere Eier sind, aber was soll's? Okay, da hinten. Na, tja, hier ist also unser Freund. Hey, das wäre doch ein gutes Foto gewesen. Ey. Oh oh. Oh nein! So, jetzt bin ich weg. Zu dämlich. Okay, hier ist unser Freund Clockwerk. Den kennen wir ja schon aus den ersten Teilen. Ein sehr sympathischer Vogel. Möchte jeder in seinem Besitz haben. Okay, von hier aus werde ich doch jetzt nur die Fotos schießen können. Mann, kennst du nicht die neuesten Kameras, Bentley? Die haben schon ein bisschen besseren Zoom. Sag mal, muss ich da genau davor stehen oder wie? Tatsächlich. Ich spüre Radioaktivität im Inneren dieser mechanischen Eier. Geh lieber nicht so nah ran. Nee, mach ich schon nicht, boah. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Video hier ganz kurz sein muss. Also ihr müsst verstehen, ich nehme dieses Video hier in Verbindung mit dem vorhergehenden auf und da ist bei mir doch glatt fast schon 30 Minuten. Das heißt, ich würde bei 15 Minuten wieder kürzen und es kann nicht sein, dass wir uns hier so lange aufhalten hier drinnen, ja? So, komm, ein Gesicht von Clockwerk. Ich glaube, es ist Arpeggio.
Ja, könnte sein. Okay, wir müssen jetzt hier hochgehen und belauschen. Nila, die haben wir noch nie gesehen. Ja, Nila ist auch hier. Und verrate mir mal, wo ich jetzt hin muss. Einfach rausgehen? Ich kann mich erinnern, ich musste irgendwie mal lauschen. Aber sag mir, frag mich jetzt nicht, wo. Nochmal umschauen vielleicht. Naja, wir sehen ja, dass, falls wir die... Schlaf ein. Nee, war keine gute Idee, den Wecker jetzt zu zücken. Wir werden ja dann sehen, ob wir die Mission abbrechen. Aber es kann auch gut möglich sein, dass wir schon fertig sind hier drinnen. Nein? Okay, wir würden die Mission also abbrechen. Ja, aber verrate mir... Es hat doch eigentlich immer ein gutes System hier, dass wir genau sehen, wo wir hin müssen. Wenn nicht ausgerechnet die Arme oder hier runterfallen und so und dann da hoch und yippie, yeah, yay. Ach so. Nee, Mist, ich dachte hier, der Computer lenkt mich ab, ey. Mann. Oh, ist das schon wieder zum Kotzen. Hier ist immer was zum Sehen, wo man hin muss. Nein, wir kommen in eine neue Region und da können sich die Leute das hier erlauben, das nicht zu zeigen. Okay, lass mich mal scharf nach. Geil, das hat bestimmt auch noch keiner gemacht. Da drauf zu landen, bestimmt Fotos. Na gut, lass uns einfach nochmal da hingehen und von hier aus Fotos machen. Wie nah denn noch, sag mal? Weiter komme ich doch gar nicht. Ist das nah genug? Da ist Apecchio! Geil. Richtig nice. Richtig nice. Oh, ey. Warum dauert das denn schon wieder so lange hier? Ich muss doch... eine Macke kriegen. Muss man einfach. Apecchio und Nila, so. Und? Wie soll ich die jetzt fotografieren? Hey! Ich will euch fotografieren. Oh Mann. Jetzt seid nicht so. Okay, vielleicht die Welt durch eine rosa Brille sehen? Okay. Toll. Echt toll. Das Superhirn dieses Zeppelins und die Ursache all unserer Probleme. Jetzt schon, ja. Moment, ich habe mal kurz das Trinken weggestellt und da ist Nila. Oh. Sie sieht uns! Sie muss die ganze Zeit mit Apecchio zusammengearbeitet haben. Mach kein Mist. Ich brauche diese Fotos nicht, um zu wissen, was das heißt. Nila und Apecchio haben sich verbündet, um Clockwork wieder zusammenzusetzen. Und es sieht so aus, als ob sie ihrem Ziel schon gefährlich nahe wären. Es ist zwar nicht deine Art, aber ich brauche einen schnellen Angriffsplan. Lass uns etwas einfallen, um zu verhindern, dass Clockwork zusammengesetzt wird. Okay, es reicht. Halten die Magnetfelderzeuger die Einzelteile zusammen. Wenn du sie umpolst, müsste Clockwork auseinanderfallen. Leider ist der Kontrollraum für die Geschwindigkeit der Erzeuger verschlossen. Du musst den vier... Egal, wir sprengen's auf. ...die Schlüssel klauen. Dann musst du die einzelnen Magnetfelderzeuger von Hand umpolen, wenn sie auf Hochtouren laufen. So gut wie erledigt. Schmeiß einfach deine Bomben da dran und jag die Dinger in die Luft, Bentley. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Okay. Mal wieder das Übliche. Den Gegnern hier, die Wachen, die Schlüssel klauen. Okay, und sie patrouillieren. Scheiße. Sie patrouillieren hier durch die Gegend. Bumba, bumba, bum. Rampelbi, bum. Bumba, die, bum. Bum.
Bumm. Schlüssel geklaut. Der erste. Geil. Okay, da kommt da auch schon der nächste Schlüssel, Mann. Der Schlüsseldienst vom Apecho-Clan. Er hat keinen Clan, aber egal. Oh! Ah! Das könnte knapp sein. So, wo ist denn jetzt die... Achso. Okay, von denen, da müssen wir einfach aufpassen. Gut, noch ein Schlüssel. Ist ja, sollte kein Problem sein, das sind wir alles schon gewohnt. Wir könnten auch mal hier ein bisschen schneller machen. Denn wir sind ja hier Sly Under Cooper. Nee. Okay. Musst du diese Magnetfelderzeuger im Kontrollraum abbremsen. Oder runterfallen. Gut. Oh, nun bewegt euch. Ah, kann ich hier... Kann ich mit... Oh, ich wollte mit's Fass laufen. Naja, was soll's. Auch hier und... Alle Schlüssel. Schließen vier Schlösser auf. Cool, wa? Nun drehen sich die Magnetfelderzeuger langsamer und du kannst die Polarität jedes Einzelnen ändern. Oh, was freue ich mich da. Mann, ich bin der glücklichste Sly Cooper auf der Welt. So. Wie war das? Oh, jetzt habe ich glatt gedacht, ich komme in den Scheinwerfer rein. Nein! Hörst du auf, du! Böser Junge! Ja. Es wird mal wieder nichts angezeigt. Wir müssen irgendwelche Polen umpolen. Zu Tschechen. Nee. War das da oben? Ach so, wir müssen da bestimmt draufspringen. Daran kann ich mich jetzt so leicht erinnern. Und da musste man auch aufpassen, dass man nicht runterfällt. Also man sollte schon dort hochspringen, wo man weiß, dass... Wo man weiß, dass sie nicht gleich hier... Mist, zu spät gedrückt. Okay, egal, wir haben schon einen umgepult. Ja, mal wieder ist das natürlich die falsche Position hier... Weil ich mich einfach in den falschen Moment dran erinnert habe, was ich machen muss. Oh Mann, ich nehme ja schon wieder lange auf. Aber willkommen erstmal vielleicht wieder im nächsten Video. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Aber ich nehme, so sage ich mal, bis 45 Minuten auf. Das sollte dann auch mein Computer reichen, um nicht abzustürzen. So. Gut, jetzt haben wir von der Seite zwei... Und dann sind... Lass mich raten, ich bin wieder auf der falschen Seite. Ja. Okay. Ist ja ganz logisch, dass die dann andersrum fliegen. Warte auf mich. Verpasst. Juhu. Okay, jetzt müssen wir wieder... Was mache ich denn jetzt hier so lange? Genau, sing. Bass. Ich singe Bass, genau. Okay, hier, zack. Und jetzt warten wir hier und machen eine schöne Fliegerreise nach Ägypten. Hä? Ägypten? Wieso Ägypten? Das ist unsere Startposition gewesen im Let's Play. Im Spiel. Gut, endlich geschafft hier und